Morgenstimmung im Hafen, 7.30 Uhr und, Entschuldigung, 6.30 Uhr Sommerzeit und so weiter. Ja, diesen Film habe ich oder möchte ich gerne Laura widmen. Laura gehört zu einem ganz tollen Team, ein Team von zum Beispiel Regina und von Eva und von Tina, die dafür zuständig sind und das ganz ausgezeichnet machen, dass ich solche Morgenstimmungen noch so schön sehen kann. Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Das hier ist unser Hafen. Ich habe gestern etwas gearbeitet. Hier ist mein Nachbarschiff. Und das hier ist eine, tja, etwas für faule Leute, eine Rückfahrkamera. Habe ich eingebaut, um zu sehen, ohne den Kopf zu drehen, was hinter mir passiert. Ganz ideal zum Einparken und so weiter. So eine Rückwärtskamera, tolle Sache. Einmal hier so eine kleine Drehung. Hier sind Enten, hier sind kleine Küken im Wasser. Da sind Nachbarn und noch andere Schiffe. Ich habe noch etwas getan. Ich habe mir so einen Fernseher, den ich vorher hatte, versenkbar, habe ich mir unter die Decke gemacht. Das heißt also, morgens beim Frühstück kann ich über meine Satellitenanlage deutsches Fernsehen hier in Holland oder besser gesagt Niederlande, Holland ist ja nur eine Provinz, hier in den Niederlanden Fernsehen schauen. Des Weiteren habe ich hier noch etwas Blaues stehen. Natürlich auch eine Flasche Champagner für nette Mädchen. Und für die Jungs habe ich selbstverständlich hier auch noch den nötigen Whisky. Ich habe mir gerade einen Kaffee gekocht, werde mir gleich noch einen zweiten kochen und dann ganz langsam hier diesen Hafen genießen. Und nachher werde ich Lucy besuchen, das ist unsere Wirtin hier, und bei ihr ein Frühstück nehmen und einen tollen Tee dazu. Ja, so kann man den Tag beginnen. Vielleicht bringt es ja etwas, wenn ich von dem Herrn Becker.